alle zeigen den Mittelfinger. Ja, da würde ich auch denken, so, hä? Da sage ich auch einfach nichts zu, ne? Die Würstchen. Bro. Okay, das ist sogar ein echt geiles Short, aber das wird sowas von Krise hier. Warum kriegt er denn die ganzen Sachen? Warum denn noch eine Maske? Hä? Okay, aber warum? Ah, die verschiedenen so Darsteller, ne? Indien. Dave Grohl. Oh. Bro, einfach bei sich zu Hause. Der Typ ist so dumm, Mann. Also, er ist geil, aber ihr wisst, was ich meine. Geile Süßigkeiten. Ein Affe kommt. Stand da gerade so mäßig. Das Gesicht. Ey, sag mal, mit dem Löffel ein Auto lenken und dann abbrechen. Zu wild. Oh no. Das war ein sehr geiles Video, fand ich. Warum macht er das immer mit dem Ball auch? Oh, er hat sich so... Oh, ja, das tut auch weh. Wenn Leute Real Life lenken würden, sieht das so aus. Digga, das hat er so gut gemacht. Einfach Daniel Abell. Echt, so ein geiler Typ. Ich feiere den mega. Nein! Das sieht so dumm aus. Aber er macht das gut, Leute. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Bro! Ich schwör's euch, auf was für Ideen der kommt. Das muss ja auch erstmal wissen, Alter. Das ist so ein Eiswürfel da. Einfach zu coole Shorts, Mann. Bro, komm raus aus der Pfütze. Alles nass. Sein Kissen? Hä? Oh nein. Das mit seiner Freundin fand ich gerade ganz... Ach, Bruder. Ach, Bruder. Alter. Wisst ihr, was wir bei... Wisst ihr, was mir bei dem aufgefallen ist? Sein Zuhause ist so ordentlich. Ich lieb's. Ich schwör's euch, Digga, guck mal, wie clean auch sein. Also, da steht nicht viel, ne? Ich muss sagen, Digga, gefällt mir gut. Er fragt sich aber auch gerade, woran... Nein! Tod ist gut. Ja, Bro. No, no. Hä? Total dumm. Was haben wir hier? Nein. Oh, Junge. Für ein Short. Das alles aufzuräumen. Bro, gar kein Bock. Tja, was soll man machen? Sogar am Strand. Och nee, Digga. Okay, okay. Das war zum Einstimmen. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Was haben wir hier? Yo, einfach die entspannte Begrüßung oder was? Digga, sick. Überleg mal, wie viel die... Yo, wie viel die geübt haben. Okay, das ist krass.
Nicht schlecht. So begrüße ich meinen Kollegen auch das nächste Mal. Was geht hier? Action? Oha! Da sieht man mal, wie er seine Videos so richtig macht. Oder was? Stell mal vor. Nein, das macht er niemals so. Stell mal vor, er nimmt das wirklich so auf. Der Kameramann hat ja richtig... Yo! Where'd he go? Okay, Mann. Das wird. Da, ich würde gerne mal wissen. Oh nein. Und da ist die SD-Karte ins Klo gefallen. Ich hätte echt gerne mal gewusst, wie das in der Kamera ausgesehen hätte, ne? Wenn man sein Kind schlafen legt. Ganz schnell durchziehen. Muss man alles aufräumen. Yo, clean. Noch cleaner. Oh, das war clean. Das war clean. Digi. Ey, ist aber echt so, ne? Wenn Kinder schlafen, muss man so durchziehen. Geil. Noch geiler. Das auf dem Boden laufen Socken. Und jetzt kann er relaxen. Und das Baby weint. Und alles ist wieder dreckig. Tja, was willst du machen? Aber so ist das mit Kindern. Was ist hier? Stell mal vor, alle Leute würden nur auf Säcken hüpfen. Ja, wie dumm. Beautiful day for potato sack, huh? Get that right. Degi, was ist das denn? Stell mal vor. Okay, aber das wäre nice. Wanna make some cookies? Yeah, sure. Jetzt machen die Kekse, oder was? Oh, man. Oh nein! Wie anstrengend muss das sein? Fußball auf Säcken? Okay, Digga, den letzten habe ich gar nicht gerafft. Wir gucken mal weiter. Wenn ich mein Merch ganz schnell verkaufen will! Okay. Oh nein, er hat die Kohle verloren. Mitten im Rennen. Ey, wie geil. Digga, what the? Wie schnell sind die, Alter? Die haben das ganze Kleingeld verloren, ne? Er hat alles genommen. Aber ist eine geile Werbung für sein Merch, muss man sagen. Oh, no. Er hat das ganze Geld verloren. okay. Lass mal lieber da, ne? Jetzt ist er hinter dem... Aber geil geschnitten. Ich, der, Leute, lasst mal ein Like da, wenn ich auch so eine Videos machen soll. Da würde ich mich absolut sehen. Wo geht der jetzt hin? Okay, das ist aber schon skilly, Alter. Muss man sagen. Hä? Er ist auf dem Roof einfach noch gewesen. Okay, cool. Egi. Irgendwann ist doch mal gut. Er kommt nicht mehr raus aus seinen Legs. Wie sauer er gerade war. Jetzt hat er es geschafft. Endlich. Ah. Ey, dieser Plot-Twist doch. Das war richtig so eine kleine Story gerade, ne? Was geht hier ab? Okay, die spielen gerade ein Handy. LOL! In diesem Video wird nur gesprungen, nicht gelaufen. Okay. Hey, das, sogar jeder andere springt. Okay, krass. Das war clean. Warum macht man das? Ich kenne das immer, die Treppen hochzuspringen, ne? Oh no. Das war auf jeden Fall gerade heftig. Sieht voll cool aus, wo der wohnt. Ich bin ehrlich. Und das kleine Kind freut sich so. Der Bus ist da, also muss er kurz durchziehen.
Wo ist denn der Bus? Ich habe keinen Bus gesehen, Leute. Wenn Leute einfach sliden würden, wie in meine DMs, ihr, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, Leute, wir haben fast die 10.000 geknackt, also schaut mal lieber vorbei, dann sieht's so aus. Oh, ja, vielleicht auch manchmal so, wenn ich zurückschreibe. Ich schreibe nämlich wirklich zurück. Was geht hier ab? Oha, wenn alles Lava wäre. Bruder, was machst du denn da immer? Ey, der hat aber echt eine geile Bude. Da kannst du sagen, was du willst. War der eigentlich mal früher ein Affe? Ich frag nur für einen Freund. Ah, okay. Oh, M&M's Packung, auch geil. Er ist aber sportlich wie sonst was, ne? Kannst du sagen, was du willst. Mein lieber Herr Gesangsverein. Der springt sogar in sein Bett da rein. Wie weit ist das? 3 Meter oder was? Junge, der ist doch heftig. Oh no. Ja. Wenn Leute Rollerbladen würden. Wenn Leute Rollerblades als Füße hätten oder was? Ach, wer kennt sie nicht? Die gute alte Inliner-Zeit, Leute. Viel zu wenig sehe ich das mittlerweile. Hashtag Inliner in die Kommentare, wenn ihr es noch kennt, ne? Eigentlich sind Rollerblades echt ganz cool. Clean. Skill Level 5000. Ich meine, das war schon clean, Leute. Wenn Leute hüpfen würden, statt zu springen. Oha, ich glaube, das ist sein Kollege, sein bester Freund oder sein Bruder. Sicher bin ich mir aber nicht. Bro, wie synchron willst du sein? Das ist einfach so cool, Mann. Die sind auch immer in dem T-Shirt unterwegs, ne? Zusammen sogar im Gym. Das finde ich sehr nice. Als ob die das da machen, hä? Okay, das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum stampft der was mit den Füßen auf den Boden? Hör auf damit. David, lass das! Ihr müsst mal überlegen, der Typ hat damit so viele Millionen Follower gemacht. Es ist aber auch lustig. Was geht hier ab? Sie will auch noch ein Glas Wasser. Also muss er wieder zurücklaufen. Wenn Leute sich teleportieren könnten. Geil, feier ich. Wie cool das wäre! Bro! Oh, so ein cooles Video. Das fühle ich. Ganz ehrlich. Das fühle ich richtig. Das ist eins seiner coolsten Shorts, finde ich persönlich. Autsch. Der war nicht schlecht. Wenn Leute rennen würden, das kann David Labelle am besten. Warten wir mal ab. Junge, zu wild der Typ. In meiner Bude könnte man das auch gut machen, weil die richtig groß ist, ne? Dann könnte ich auch immer so richtig umherrennen. Ja, mit Wasser solltest du nicht machen, Bruder. Das ist die... Mit den Händen in den Taschen. Junge, wie schnell der auch läuft. Glaubt ihr, der Typ ist Rekordhalter in seiner Schule gewesen? Ich glaube schon. Hatte da eine Xbox drin? Ah, da waren noch mehr Games. Super Nintendo hat er auch. Junge, Super Nintendo. Voll cool. Selbst mit der Tonne und dem Staubsauger rennt er durch die Gegend, ne? Was hat der jetzt hier in der Hand? Aha. Voll cool.
einfach Auto gezeigt, ne? Was ist das hier? Trockner? Er rennt einfach einen Meter. Junge, der Rasenmäher! Wie sah das denn aus? Jetzt macht er den Fliegenden, oder was? Mit dem Besen. Bro, der muss so weit rennen können. Auch eine sehr geile Idee. Mit der Brille allein schon. Habt ihr es gesehen? Er hat die Toilette aufgemacht und den Briefkasten während des Springs. Junge, wie? Ich habe keine Ahnung, wie der das macht, aber der Typ ist genial. Das 4 Jahre alte Ich. Ja, wenn die Mama immer sagt, ne, lach mal, bitte Augen schließen, wir machen Fotos und du machst alles, was deine Mama sagt. Bruder, ist mir hier gerade eine Mücke in meinen Mund reingeflogen fast? Was ist denn das? Der Schüler, der aus der Junior High. Opa-Bilder, safe. Oma-Bilder, safe. Die Schwangere. Der Trauzeuge, safe. Die Brautjungfer, mhm. Das College Girl, ja, okay, natürlich. Ja, was soll man sagen? Okay, can I see what it looks like? Oh, ew. Leute, die eine gute Seite haben. Der Witzige, ne? Der Tower of Pisa-Anlehner. Das Model. Oh yeah. Das Vogue-Model. Der Grandpa. Grandpa, I'm over here. Smile. Was ist denn sie stiff? Der Bizeps-Typ, klar, Mann. Duckface-Girl. Der ganz komische. Der Photoshop, der den Photoshop wieder Bearbeitung haben will. Das Girl mit diesem komischen Fuß. Der Typ mit den Daumen hoch. Und was ist eigentlich mit dem Typ, der immer so macht oder so? Weil das bin ich. Der, ich kann es nicht piepen lassen. Oh, das kenne ich so gut. Eine Sekunde vor Ende, weil das Piepen so nervig ist. Der Zombie? Der Tonmatcher, Leute, das habe ich damals so oft gemacht. Der, ich mache alles sauber, bevor es piept. Krass. What the? Clean. Der Errater. Junge, diese Mikrowelle, Mann. Jetzt, oh, was ist das? Ah, der das in der Mikro vergessen hat. Den kenne ich, Leute. Der Ungeduldige. Er hat richtig Hunger. Ja, safe. Ach, Leute, eine Reiswaffe. Geil, hatte ich eben auch gerade. Das Rennkit. Heute sind wir wieder unterwegs und das war auf jeden Fall schon gar nicht mal so schlecht. Ist das draußen voller Schnee? Oh, Bro. Nein. Digga, das hat der nicht gemacht. Das ist eine Sauerei, ne? Eieiei. Und das alles für ein Video, Mann. Geiler Raum. Er sitzt auf Klo. Und hat jetzt gespült. Jetzt will er seine Frau küssen und küsst den Staubsauger. Laufband, wer kennt ihn nicht? Was zum... Bro! Er nimmt ein Gummiband. Das sieht so dumm aus, seine Nase. So dumm.
Überleg mal, ne? Was der sich einfallen lässt. Und ihr müsst mal nachdenken, das ist eine Idee, die geht 6 Sekunden. Dafür so ein Aufwand. Voll krass. Okay, das war relativ simpel, glaube ich. Der Klassiker. Jetzt haben die noch... Nein, jetzt sind sie unter der Couch, stimmt's? Es war so klar. Was kommt jetzt? Die Frau denkt sich auch noch so. Junge, was machen die da? Jo, wie hat er den Teppich darauf geworfen? Wie hat er das geschnitten so? Krass. Auf entspannt Popcorn essen. Wer kennt die nicht? Hier haben wir irgendwelche Blumen, Bananen. Er will ihr eine Banane geben. Oh nein, er will ihr die Blumen ja eigentlich geben. Nein! Man macht immer erst die Cornflakes und dann die Milch. Und nein, nicht an... Oh, warum? Das ist nicht mal witzig. Diggi, sein Ernst? Er sagt noch sorry. Alles aufgesaugt, auf entspannt, mit dem Staubsauger. Und es leckt. Aber warum wollte... Digga, er ist auf sein Hausdach mit einem verdammten Rasenmäher raufgeklettert. Bro. Soll ich auch mal so ein Video machen? Lass ein Like da, wenn ja. Okay. Not bad, Bro. Ein Einbrecher. Wenn der Einbrecher legen würde. Das wäre so dumm. Nochmal. Nein, please. Er hat einfach das Taschentuch mitgenommen. Und er hat nur Scheiße in seinem Beutel drinne. Oh oh. Ey, so einem Einbrecher würde ich Lex richtig gönnen, ne? Oh oh. Polizei kommt. Wenn der Jetzt ist die Polizei da und er kommt da nicht mehr raus. Digga, wie geil wäre das, ey. Leute, das, ich sag euch, Danny LaBelle ist echt eine Eins, Digga. Der entertaint mich sehr, sehr gut. Wir gehen mal weiter, gucken andere Shots an. Schach spielen im Rennen? Was geht denn hier ab? Business Meeting. Warum machen die denn immer alles im Rennen? Jenga spielen? Yo, okay, er hat gewonnen. Die wollen einen Film gucken. Einfach einen entspannten Talk haben, ne? Jetzt malen die sogar im Rennen. Junge, wie? Die sind so am durch... Einfach am Bügeln auch noch. Geschirr waschen. Ping-Pong spielen? Okay, das war auch sehr lässig, Digga. Ihr merkt schon, ne? Der Typ ist nicht nur krass kreativ, der ist auch so sportlich. Der hat einfach einen Fernseher im Rennen getragen. Was ist das hier? Bro. Einfach als Ente bzw. Hühnchen überall hinlaufen. Warum macht man das? Aber schon geil. Lebendig das so richtig, ne? So ein einfach schneller als ein Auto oder was? Das Hühnchen wollte...
Ah, okay. Es macht einfach auf was es Bock hat. Ja, das ist ganz gut gemacht. Aber ich sag mal, es geht besser. Wir gucken mal. Fotos Hashtag 30 Sekunden. Yo, der Kameramann wieder, Leute. Absolut sportlich überbezahlt. Der mal ganz kurz in 30 Sekunden 5000 Fotos machen. Ich würde die Fotos gerne sehen, ne? Ich sage euch ehrlich. Sehr, sehr gerne würde ich die mal angucken. Nice to meet you, ma'am. Yeah, you too. How'd it go? Can I get a sneak peek? Yeah, for sure. Oh, nein! 30 seconds. Und da ist der Loop. Okay, den Loop hat er wirklich gut hinbekommen. Wenn Leute rennen würden, anstatt zu fliegen. Oh, wo läuft der überall mit seinen Koffern lang? Sogar in der Wüste ist er unterwegs, gefühlt. Also, nicht wirklich, ne? Boah, Junge, der wohnt am Wasser. Was ist er denn für einer? Wie geil. Seine Kinder? Da ist seine Frau. Wenn seine Frau auch noch im Koffer gewesen wäre. Wie dumm das wäre. Geil. Digga, das hat 5,2 Millionen Likes, Leute. Ist schon absolut verdient. Tiere nachmachen. Okay. Geh mal gucken, welches er am besten kann. Der Oktopus. Ah ja. Weiß ich ja nicht, ne? Pferd. Eine Maus. Eine Ente. Ein Goat. Na, da muss Ronaldo hin eigentlich, ne? Oder Messi, Leute. Das ist ein Chicken. Tiger. Der Tiger ist krass. Ein Eichhörnchen. Leute, ich habe so ein Eichhörnchen-Video, ne? Da ist das Ding an meinem Fenster geklettert und runtergefallen. Das hier ist ein Fisch. Was ist denn Ostrich? Ostrich? Kann ich nicht sagen. Gollum? Hey, Gollum ist doch kein Tier. Yo, wie hat er den Teppich darauf geworfen? Wie hat er das geschnitten so? Krass. Auf entspannt Popcorn essen. Wer kennt die nicht? Hier haben wir irgendwelche Blumen, Bananen. Er will ihr eine Banane geben. Oh nein, er will ihr die Blumen ja eigentlich geben. Nein! Man macht immer erst die Cornflakes und dann die Milch. Und nein, nicht an... Oh, warum? Das ist nicht mal witzig. Diggi, sein Ernst? Er sagt noch sorry. Alles aufgesaugt, auf entspannt, mit dem Staubsauger. Und es leckt. Aber warum wollte... Digga, er ist auf sein Hausdach mit einem verdammten Rasenmäher raufgeklettert. Bro. Soll ich auch mal so ein Video machen? Lass ein Like da, wenn ja. Okay. Not bad, Bro. Wenn du versuchst, gesund zu essen. Ja, das passiert mir auch immer wieder. Es ist einfach nicht möglich. Fall dann in so einen Kuchen rein. Was soll ich sagen? Und dann esse ich ihn ja auch. Tom und Jerry in real life? Hey, stell dir mal vor, du bist der Nachbar und siehst das. Da denkst du dir doch aus, Junge, was machen die da? Autsch. Ist aber schon gut gemacht. Und ein Bein gestellt. Der sich immer so verletztmäßig, ist immer dieser Daniel Labelle, ne? Weil er das, glaube ich, am besten kann. Hier ist die Maus jetzt erstmal auf entspannt den Käse. Und ich muss sagen, das Ding hat nicht umsonst 367.000 Likes. Was haben wir hier? Springseil? Der trainiert im Rennen. Ach du Heiliger. Der ist eine Maschine, Mann. Yoga auf entspannt. Die Jumping Jacks.
Das sollte ich auch mal vielleicht ausprobieren, ne? Ich glaube nur, dass ich danach halt draufgehe. Ich glaube schon, dass ich sterbe, wenn ich das machen würde. Okay, Curls könnte ich vielleicht noch. Leute, der Typ ist doch verrückt, oder? Und verrückt ist es auch, dass jetzt schon wieder 10 Minuten fast rum sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ich auch mal sowas machen soll. Danke fürs Zuschauen. Kuss. Dano out.